Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder ein Highlight. Das 10. Lichtauge ist fertig. Wie schon oft erwähnt, es sind wahrscheinlich noch viel mehr fertig. Aber wir zählen nur die, bei denen man wirklich, also wenn das Dach geöffnet wird von dem Wetterschutz und man sieht dann spätestens am nächsten Tag rein. So wie heute bei K17. Das ist also jetzt das 10. Lichtauge. Da ist der erste Streifen vom Dach ist abgenommen worden. Konnte ich vom ITS gut filmen. Danke auch für den Hinweis auf Google Fotos, so dass ich da schnell noch vorbei konnte vor Ladenschluss, wollte ich schon sagen. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. ITS wurde ja dann, war gerade Betriebsschluss. Ja, also wir haben 10 Lichtaugen. Sichtbar, fertig und im Süden, Südeingang, da fehlt die letzte Reihe. Dafür muss aber erst noch an den Grundelementen was gemacht werden. Also die sind verbunden mit so einem Querträger, der die Querkräfte aufnimmt. Und dann, sobald die beiden rechts und links jeweils eingesetzt sind, dann kann der Aufbau abgeschlossen werden. Und bei SK24, beim Haupteingang, sehen wir mittlerweile einen großen Teil hier, ist jetzt auch schon von den Gittern eingepflegt. Ja, bei K27 fehlen noch zwei Elemente hier von dem Grundstahlträgersystem. Dann können die Container hin. Bei K15 bin ich gespannt. Noch ist hier ein Fragezeichen. Müssen die warten, bis das betoniert ist oder können sie es ansetzen? Das kann man aber gut beobachten. Immer wenn ich hier vorbeikomme oder jeder von euch, kann man hier schön rüberschauen. Sobald da ein Container steht, wird man es bemerken, denn mit der Webcam kann man es nicht erkennen. Also hier oben 10 Lichtaugen, K17 ist jetzt mit drin. Und schauen wir uns das noch an mit den drei Webcams vom Turm. Diesmal, wie um diese Zeit draußen, eben dunkel mit Nachtaufnahmen. Also Markierung ist gesetzt. Von K17 ist auf dem Bild wenig zu sehen. Aber das ist nicht so schlimm und das, wie erwähnt, K15, da können wir den Einblick nicht mitverfolgen. Bei K14 wird offensichtlich bald das Wetterschutzzelt für die Nacharbeiten, also die Arbeiten hier an der Hutze. Verkleidung und was alles noch anfällt, denn hier sind schon einige Stellen zu sehen für die Gewichte mit den Stangen hier, das Zelt aufbauen. K9, alle Gitter sind drin, da könnte das Dach bald drauf kommen. Ja, und hier hinten K27. Jetzt noch von der anderen Seite hier vom ITS. Der Blick Richtung Manfred-Rommel-Platz. So heißt zumindest auch die Webcam. Nicht nur der Platz selbst. Also, um was geht es? Um K17. Hier bemerkt man das noch nicht, aber die Webcam, die ein bisschen weiter nach links schaut, da kann man schön sehen, das erste Element ist draußen, erst der Streifen vom Dach weg. Das sind ja zusammenhängende Elemente und das sind dann einzelne Blechstücke. Also hier ist wieder zusammenhängend und hier sind es wieder die einzelnen. Immer so ein Streifen, einzelne Bleche weg, dann das ganze Element rausheben. Ja, das war's schon fast. Noch ein Blick zum Flughafen. Da geht es weiter mit der Abdichtung.
Und zwar ist da jetzt fast alles gelb, also bis auf dieses Eckle, aber das muss noch umgeklappt werden. Eine weiße Abdichtungsplane und dann jetzt eine gelbe drüber. Und ja, befestigen und dann bin ich gespannt, wann es mit der Verfüllung losgeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!